Guten Morgen, ich bin heute umgezogen vom 11. Stockwerk in 4. Und nein, es ist definitiv kein Downgrade, es ist ein absolutes Upgrade. Wisst ihr wieso? Ich bin in dieser wunderschönen Wohnung, die super liebevoll eingerichtet ist. Und ich möchte euch gleich was zu einem bestimmten Thema erzählen. Und zwar, ich bin hier viel näher, also einmal ist hier eine Pflanze und ich bin hier viel näher am Grünen und das macht mich total glücklich. Mir geht's heute um das Thema Parasiten. Und ihr wisst doch, dass früher, teilweise heute noch, aber nicht mehr so wie damals in Ägypten oder in Atlantis oder Lemurien wurden ja Reinigungsrituale vollzogen in den Tempeln. So, warum spreche ich davon? Wir haben Parasiten, Bakterien und Viren im Körper. Viren machen uns krank. Bakterien, wenn sie negativ sind, im Sinne von, sie sind schädliche Bakterien, es gibt ja auch gesunde Bakterien, machen sie uns krank. Aber was ist denn Bakterien und Viren? Es sind einfach Schwingungen. Wenn jemand krank ist und ständig nur Antibiotika nimmt, dann haben die Antibiotika die Eigenschaft, dass die guten und die schlechten Bakterien kaputt machen. Das heißt, du merkst, so dein Magen ist nicht in Ordnung, dann kriegst du nada vom Arzt eine andere Beschreibung, Rezept, dass dein Magen wieder aufgebaut wird, die Darmflora, ja, das sind ja Bakterien drin, die wollen ja die Lebensmittel zerkleinern, damit sie dann verdaut werden und vom Körper und vom Blut aufgenommen werden können. Also ihr seht, unser Organismus, wir sind auch ein Organismus, unser Körper ist einzigartig, unglaublich, genial, aber auch komplex. Und wenn wir Bakterien bzw. Viren in unserem Körper haben, die nicht gut sind, woran merken wir das? Wir sind müde, wir haben Haarausfall, die Haut ist schlecht. Manche haben einen schlechten Atem, kommt nicht auch also von den Zähnen immer, sondern auch von der Verdauung, allermeistens. Ja, natürlich außer man putzt sich nicht die Zähne. Negative Bakterien und Viren machen dich krank. Sie verkleben deinen Körper, den Darmtrakt, die Organe. Du hast Schmerzen im Körper. Ich habe einige Klienten, die dann sagen, boah, ich habe immer Schmerzen und Entzündungen im Körper. Das kommt daher. Draußen ist super laut. Ich habe jetzt gerade auf Pause gestellt, weil die Autos draußen so laut waren. Das hat voll genervt. Die können auch laut sein, die Bakterien, und dann nervt es. Ah, mega genial. Gut, dass das passiert ist. Und zwar hat ja alles einen Sinn. Wenn man zu viele Viren und Bakterien im Körper hat, verklebt es ja den Körper, aber das Nervensystem ist total angeschlagen, du bist total überreizt, du bist müde, du kannst teilweise nicht schlafen, die Verdauung funktioniert nicht richtig, du bist einfach gestresst. Man sagt im Englischen fatigue, du bist ausgelaugt, du fühlst dich erschöpft, du bist griesgrämig und du bist ständig wütend, weil einfach dein Körper nicht balanciert ist und in der Harmonie. Was kannst du tun, um die Bakterien und Viren auszuleiten? Ganz altes Rezept, was wir als Kinder immer hatten, Nelken. Nelken, mega genial, wenn du auch Zahnprobleme hast, zu dir eine Nelke einfach da so ans Zahnfleisch. Du kannst dir selber ein Öl machen, Nelkenöl. Ich tue es immer abkochen und trinken oder ich tue es in Reis mit rein zum Abkochen und dann esse ich den Reis mit den Nelken im Salat. Wir haben es früher in die Marmelade reingemacht und in Kompott. Was ist noch wichtig? Und du kannst ja dann die Eigenschaften und Vorteile von den Nelken selber googeln. Aber ich möchte dir einfach ein paar Sachen sagen. Oregano, mega genial. Wenn du Pilz hast, ein Pilzkandidat-Thema, Oregano ist super. Es gibt auch das Öl. Bitte, ganz wichtig, dieses Öl nur einen Tropfen nehmen und mit Olivenöl, viel Olivenöl einnehmen oder am besten, am allerbesten eine Kapsel zum Schlucken nehmen, weil das Öl brennt wie Sau. Ohne Witz, ich habe das einmal mit Wasser eingenommen. Ich wusste nicht, dass man das mit Öl einnimmt. Mir hat es die ganzen, ihr habt dann damals gefragt, ja, was mit deinen Lippen? Nein, ich hatte kein Herpes. Ich hatte das Oregano eingenommen mit Wasser und mir hat echt die ganze Haut, es hat so gebrannt. Aber es hat geholfen.
Was ist noch mega genial? Natürliches Antibiotikum, Echinacea-Tropfen, super. Was ist noch? Ich habe ja hier das Nelkenöl. Ihr könnt hier auch eben dieses Nelkenöl als Tropfen ins Wasser geben und dann trinken. Was auch super ist, ist Teebaumöl. Das nehme ich zum Ohrenreinigen. Du tust einen Tropfen auf die Watte und dann reinige ich meine Ohren. Anstatt irgendeine komische Zahnmundspülung zu nehmen, eine chemische, nehme ich einen Tropfen Teebaumöl mit Wasser, gurgel das, super genial. Wenn ich eine Wunde habe oder irgendwas mit der Haut ist oder mal reinigen will, Teebaumöl, super. Was ist noch wichtig? Ich zeige euch noch ein paar Sachen. Ich habe ja Ayurveda gelernt, gell? Und da ging es im Ayurveda drum, wie man zum Beispiel Krebs heilt. Und da waren super viele Rezepte. Und das Wichtigste war immer Pfefferkörner, Pfeffer und Salz. Himalaya-Salz oder Bergsalz. Salz hat alle Mineralien und der Körper braucht Mineralien. Wenn einem Körper Mineralien fehlen, ist er leichter das angreifbar. Also es ist wichtig, dass das Immunsystem stark ist. Und wie mache ich das? Ich nehme bestimmte Kräuter. Nicht jeden Tag, ab und an für eine Woche oder zwei, damit der Körper das ausleiten kann und dann mache ich eine Pause. Das ist wichtig. Ich habe eine Klientin, ich habe mit ihr gesprochen, habe gesagt, hey, guck mal, irgendwas ist energetisch und so mit deiner Leber. Und dann sagt sie, ja, sie nimmt jeden Tag Mariendistel. Mariendistel sind super, aber nicht jeden Tag, monatelang, jahrelang, sondern du nimmst, weil es ist Medizin, du nimmst es eine Weile und da sprecht ihr bitte mit Fachmännern. Ich bin keine Ärztin, sage ich ganz klar. Und dann mach dir eine Pause, ja, ganz wichtig, das ist ja, du isst ja auch nicht jeden Tag nur Suppe. Du wechselst ja die Nahrung ab. Dann, Knoblauch. Knoblauch ist für mich Medizin. Esse ich nicht jeden Tag. Aber ich weiß, wenn mein Körper nach Knoblauch verlangt, dann nehme ich Butter, mach die Knoblauch rein oder Olivenöl, dann nehme ich mein braunes Brot, und dann mache ich mir Knoblauchbrot. Super lecker. Oder ich tue es in, ich nehme es nicht roh, ich kriege da Kopfweh und Zwiebeln kriege ich auch Kopfweh. Also achtet auf euren Körper weiß es am besten. Und deswegen, ich mache mir dann so ein Knoblauchbutterbrot oder Öl, Olivenölbrot. Mega lecker, ich mag das voll. Was ist noch? Kurkuma, ja, ist auch gut zum Leberreinigen. Aber man nimmt eine Messerspitze, bitte nicht auch zu viel nehmen, ist ganz wichtig. Chili ist auch super gut, das reinigt den Darm, aber auch nicht zu oft. Wenn man es zu oft nimmt, dreimal am Tag wie in Sri Lanka und jeden Tag, dann kriegen viele Menschen eine Magenübersäuerung. Das wollen wir auch nicht. Und was habe ich noch? Ja, für Frauen einfach ganz speziell Probiotik. Da mache ich mal ein eigenes Video noch. Das sind Kapseln, probiotische, die könnt ihr einführen. Die gehen, ist ja logisch. Ich meine, die Vagina ist ja mit dem Magen verbunden. Also ihr merkt, wenn ihr mit dem Magen ein Problem habt. Bei mir war es so, wenn ich zum Beispiel, ich habe Laktoseintoleranz und ich habe das eine Weile nicht gemerkt. Und immer, wenn ich mal ein Eis gegessen habe, habe ich einen Scheidenpilz gekriegt. Ja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht so optimal, aber das gehört dazu zum Leben. Und ich habe das ewig nicht geschnallt und ich bin dann immer zum Frauenarzt und der wollte mir dann immer Antibiotika geben. Und ich habe gesagt, nein, ich will diese Antibiotika nicht mehr. Und dann irgendwann habe ich geschnallt, wow, das geht über den Darmtrakt auch. Und das Wissen, das hat nichts immer nur mit Sex zu tun, sondern das geht einfach auch über die Verdauung. Ich meine, es ist ja alles miteinander verbunden. Und dann habe ich diese Kapseln genommen, habe gemerkt, meine Verdauung war viel besser, meine Haut ist wieder besser geworden und ich habe nicht ständig einen Scheidenpilz bekommen, weil ich die Laktose nicht vertragen habe. Natürlich habe ich es dann weggelassen, aber dann merkt ihr mal, wie so Kleinigkeiten unglaublich große Effekte auf den Körper haben. So, deswegen, was hat man in den Pyramiden gemacht? In den Pyramiden wurden die Meridiane gereinigt, die Chakren gereinigt, vor allem die Zellen. Und warum? Damit man dann bei der Einweihung, also der Körper wurde vorbereitet auf die Einweihung, damit dann hohe Schwingungen in den Körper, durch den Körper hindurch geleitet werden können und der Körper ganz stark und
kraftvoll ist, wenn die hohen Energien, die ist ja echt, also ich sag immer, wenn du einen Toaster hast, dann steckst du doch den Toaster nicht an Starkstrom, sondern an eine normale Steckdose. Und so ist es, wenn hohe mediale Fähigkeiten zurückkehren, ist das wie Starkstrom und dann sollte dein Körper vorbereitet sein. Und deswegen mache ich bei der Heileraktivierung, bei der Priesterinnenaktivierung und bei der Sternensaatenaktivierung und inneren Meisterschaft, wo starke mediale Seelenanteile wieder zurückkommen in den Körper, durch den Körper fließen. Und das hat ja auch mit dem Nervensystem zu tun. Deswegen bereite ich den Körper immer vor allem, dass der Körper angereichert wird, stark gemacht wird, aber von Viren und Bakterien, die negativ sind, ausgeleitet werden. Ja? Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Interesse an den Aktivierungen habt, dann meldet euch. Was auch mega genial ist natürlich, Ananas hat super viele Enzyme. Enzyme sind wichtig, gerade wenn man Gelenksentzündungen hat. In Deutschland gibt es die Tabletten Wobenzym, die empfehle ich dann immer. Wie gesagt, ich bin keine Ärztin. Bananen auch, mega genial. Ja, was ist auch wichtig? Hier Mandarinen, Orangen, ganz frisch, super. Ich glaube, ich habe jetzt die wichtigsten Sachen genannt. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, wo auch immer ihr seid. Liebe Grüße aus Paraguay. Bis dann.